Hallo und willkommen zurück bei Remnant 2, wo wir immer noch gegen den Verderbenden und seinem kleinen Schoßhündchen kämpfen. Wir haben aber scheinbar eine Taktik rausgefunden, wie das ganz gut funktionieren könnte, wenn uns die Hände von ihm nicht super salzig machen. Deswegen gehe ich auch gleich wieder rüber. Kommen die Hände? Ja, die haben aber mega auf den Kicker. Er kommt zu dir, der Gute. Ah, das... Wenn das ist neu. Das ist neu, das ist neu. Ich war Half-Life und er lädt mich mit seiner Attacke einfach nieder. Und er kommt zu dir. Und du zu mir. Nope. Er springt, pass auf. Jetzt! Alter, ich hasse es! Wirbelt. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Ja! Ja! Okay, Spiel! Okay! Das war doof. Das war doof! Er ist auch tot. Das hab ich gar nicht mehr gesehen. Ja, ich würde gerade rüberspringen, da hat er sein Schwert geschlitzt und ich bin... Ja, ich bin ausgewichen. Dabei wurde er gerollt. Also bei mir war es keine Glanzleistung 10 von 10, sondern nur eine 1 von 0. Umgekehrte Reihenfolge. Der Golem kommt zu dir. Ich war doch schon auf der Treppe. Na, Problem ist. Okay. Stehst du weit auf den Augen, Heinz? Ich renne ein bisschen um Heinz schon ein paar Sekunden. Ja, der Golem hat es auf die ganze Zeit ersprengt. Der Kopf kommt zu dir. Oh, ich bin in der Mitte. Ich hätte gerade ein bisschen um mich zu heilen, weißt du? Wo ist der Golem? Wo ist der Golem? Steht noch drüben. Springt! Er steht gerade zwischen dir und mir. Scheiße. Der Kopf ist in der Mitte? Ja. Ist tot. Golem kommt zu dir. Golem springt. Das wird mir später wehtun. Springt doch direkt hierher, wir sind auf die Spitze. Ja. Ja, nee. Hätte anders klappen müssen. Ineinander liegen. Ja. Hätte anders klappen müssen auf jeden Fall. Es hat gut geklappt. Also im Golem auslassen ist die beste Wahl, die wir wirklich hatten. Ja. Von dem einfach bloß die Hände ab und dann mal abballern. Naja, und halt auch was im Mund springt alles. Und dadurch, dass wir es einfach sehr gut trennen, kann der eine schon mal gut Schaden auf den Auge machen. Das ist die eine Hand kommt zu dir? Ne, die kommen beide zu dir. Hä? Ja, ist richtig, Kollege. So, das Auge bewegt sich in die Mitte, nach rechts, wo ich bin. Ja, wunderbar, da war ich gerade. Am besten folgst du mir nicht einfach. Nur in wirklichen sicheren Fällen. Du hast survived? Ich hab survived. Ach, scheiße, dickes Sprung, ich hab's nicht gesehen. Lauf. Oh, ich kann dieses Stunning aussetzen. Geil. Wenn du kurz vorher nochmal ausweichst, weichst du diesen Stunning-Kordim aus. Er ist rechts. Oder kommt, er springt zu mir. Ich bin hinter dir. Ich
an dir vorbei. Golem springt. Ich gehe nach ganz rechts. Wo das Auge gerade ist. Oder oh, kommt ich bleibe in der Mitte. Ups. Ich komm zu dir? Naja. Wenn er diesen Strahl macht, können wir ihm auch gut. Der Golem springt. Nichts mehr. Ich hab das bei dir. Ich nehme Herz zum Heilen. Ja, ich schieße ihn. Der Kopf kommt zu dir rüber. Naja, ich sehe es. Ich schaue rüber. Bitte nicht verarschen, Golem. Ja, nee, ist okay, Golem. In der Mitte? Ja, ich auch, Golem auch. Ich gehe nach rechts, vor links in die Fall. Kopf geht in, nach rechts. Also, wo der Golem ist. Naja, ich habe keine Munition mehr. Golem kommt zu mir. Okay, der kommt schon. Mehr. Was ist mit dir? Danke für die Warnung. Shit. Golem ist down. Na gut. Das heißt, wir können ihm den Dicken jetzt ordentlich Schaden zufügen. Ich habe keine sekundäre Munition, das ist mein Problem. Und denk an die, die komische Peak-Feature. Ja. Du hast Schaden. Ja, die Augen-Feature. Oh. Endlich vorbei. Komm zu dir. Müsste, ich bin nicht tot. Gute Mitte. Auge schießt, das heißt, du hast Glück. Golem springt, watch out. Danke dafür. Hinter dir Hände, pass auf. Das weiß ich zu schätzen. Ich nehme die Beine in der Renner runter. Jo, ich renn mit. Haltet mir den Rücken frei. Ah, er ist gesprungen, hab ich gemerkt. Er lädt. Nee, er ist nicht gesprungen. Oh! Mann, diesen scheiß Pendel, Alter! Danke. Ich lenke den Golem weiter ab. Golem springt und... Ja. Oh, bitch! Louis, du bist ein Gott! Allmählich bekomme ich das Gefühl, dass Blumenkai nicht hier ist. Jetzt. Oh, na dann, mal los zum nächsten Weltenstein. Lasurit der Fäulnis. Eigenschaftspunkt. Abenteuermodus Yesher. Accountbelohnung. Beginne im Abenteuermodus beim Kristallstation 13. Okay. Questobjekt erhalten. Seltsames Objekt. Okay. Kann nichts mehr an Munition tragen. Ich muss also jetzt aufstocken, die ich mit verloren habe mittlerweile. Ich hab grad einfach nur darauf reingeballert, was ich könnte. Hab doch ein einziges ja, Herz. Ich hab gar keins mehr. Naja, du bist so. Die graue Munition da. Nee. Doch, ist ja. Da. Das ist Primäre, ja. Das ist Primäre, da gibt es zwei andere. Meine Tasche ist voll.
Oh, hab keinen Platz mehr. So, alles voll. Uff. Das passt nicht mehr. 10 Minuten mit der neuen Taktik, Louis, und wir haben es geschafft. Kein Platz mehr. Naja, nach einer Stunde Versuch, wenn man die anderen Folgen zusammenzählt. So, erstmal der Fähigkeitspunkt. Ich werde den Erweckungsplädier nehmen, weil Wiederbeleben ist, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Wir sterben ziemlich oft, das ist Wiederheilen doch ganz gut. Schneller heilen vor allem, den. Da knall ich jetzt die nächsten 10 Level rein, du. Naja, ich werde ein bisschen ausgeglichen arbeiten, das ist nicht, aber. Es ist kein Platz mehr. So, Munition ist bei mir alles voll. Ja, das heißt, ja, dann müssen wir jetzt wieder. Hast du nachgeladen, alle Waffen? Ja, alle nachgeladen. Ich meine, gut, wir gehen jetzt Ehrenstein, von daher. Und jetzt ist die Munition voll. Ja, oder wir gehen erst durchs Tor und dann an Stein. Ah, das ist ja reingesessen. Na gut. Egal. Oh, wir haben es wieder geschafft. Oh, wir werden reingezogen. Ja, sehe ich auch gerade. Das war jetzt eine lange Sequenz. Vermutlich. Das war nicht geplant, dass wir da reingesaugt werden. Egal. Gucken, wo wir ausgespuckt werden. Ich denke, Station 13. Na, oder bei der Königin. Ich glaube, Station 13 wegen Klemm dahinter würde. Oder ganz woanders. Oder im Labyrinth. Hier waren wir auch lange nicht mehr. Ich bin ein bisschen neugierig, wo es hingeht. Jetzt treffen wir wieder den Wächter und dann können wir die Tore wahrscheinlich nutzen. Die Musik ist auf jeden Fall bedrohlich schon mal. Aber die ist episch eher. Bedrohlich episch, ja. Oh, es hört nie auf, oder? Nein. Wir sterben. Woher weißt du, dass wir nicht schon tot sind? Das werden wir wohl herausfinden. Okay, Clementine. Wo bist du? Schon geil aus, bin ich ehrlich. Ja. Na denn, eat. Ach, so ein Tür kennen wir doch schon mal. Passiert doch irgendwas? Hier geht's auch nicht weiter. Schade. Ich hätte drauf schießen müssen, bist du bewusst, ja? Ich hab drauf geschossen. Ah ja, auf jeden Fall ist getroffen. Wir kommen bei Harry Potter aus den langen Treppen. Wir wurden übrigens nicht aufgeladen, ne? Ja, nee. Was passiert jetzt hier anscheinend? Na komm. Selbst eine Runde. Dann bist du wieder aufgeladen. Wir haben unsere Herzen wieder. Jo. Labyrinth. Ah, hier bleiben wir auf jeden Fall. Ich geh erstmal links hoch und rechts hoch. Wo wir gleich in der Mitte stiefeln. Weil die Karte ist ein bisschen weitläufiger. Da kann man sich ein bisschen umgucken. Vielleicht liegt hier noch irgendwas rum, weißt du? Da kommt ein Opa. Ich glaube, es ist eine Mami. Au! Er schmeißt Steine! Er ist ohne Sünde, weißt du? Ja, Dicker, ist gut. Aua. Ich weiß nicht, der ohne Sinn ist, wäre für den ersten Stein, aber warum? Yeet.
Hast du noch ein paar Wasser-Pokémon für mich? Ich hab meinen Shigi leider zu Hause gelassen. Hättest du dich gar ausholen können? Okay. Halt! Oh ja. Arigato. Arigato, wo ist dein Pass? Ich bin ja schon bis Pokémon in der Gegend. Das passt nicht mehr. Oh, jetzt auch so ein neues Tor. Hi. Hast du den nächsten Gegner entdeckt? Wo bist du schon wieder? Ich bin auf der anderen Seite. Bleiben wir jetzt in einem Ort oder gehen wir uns jeder fünf gucken? Also lassen wir lieber auf einer Seite zusammen durchgehen. Ja. Alle Taschen voll. Fände ich vielleicht ganz gut. Aber hier drüben ist ein Leuchttürchen, das sieht interessant aus. Aber bringt uns anscheinend nicht weiter. Naja, aber wir können auf jeden Fall Sachen sammeln, die wir später brauchen, anscheinend. Und ich meine, wir haben ja so ein Leuchtkristall-Ding. Vielleicht ist das schon mal der Anfang. Ja, hier ist. Alter, den Rücken. Wir kriegen eine Splitterwand. Tesseract, du schüsst es. Au! Gut. Das ist so freundlich. Das wird mir später wehtun. Das gibt eine Narbe. Vielen Dank. Wie hast du Nadelfaden? Ich habe immer Nadel und Faden dabei. Okay, hier war schon. Was haben wir da für einen Schnee hinbekommen? Das war das war noch. Guck hin. Erhöhten Mod-Schaden um 12%. Naja, gut. Das wäre mein Brandfeuer. Das ist nicht ganz so wichtig, sag ich mal. So, was haben wir hier unten drin? Noch mehr Steinfuzzis? Mhm. Nochmal Kleinstein. Aber die kann man gut mit dem Messer zerstückeln. Ja, habe ich gerade gemerkt. One Hit. Naja, One Hit nicht, aber. Oh, da liegt was. Oh, hier ist noch was. Verschlüsselter Ring. Der schön ist. Das Verwenden eines Mods-Rings generiert 10% der maximalen Gesundheit über einen Zeitraum von 10 Sekunden, kann bis zu 30 Sekunden geschappelt werden. Cool. Das heißt, wenn ich Feuermunition nutze, war ich mich nebenbei. Klar. Hier hinter würde es noch weitergehen, aber. Da kommt noch was. Okay, ich brauche nicht zerstören. Gut, dann gucken wir uns weiter um. Ja, warte auf mich. Dann gehen wir erstmal da lang, wo du lang gehen wolltest. Weil ja, hier wäre schon nicht drauf. Auf mich. Ach, ich bin langsam voran. Nee, ich renne außerdem wegen meiner Energie zur Auflage. Weißt du, das ist der Ring. Klappt schon noch auf. Hast du doch. Lass mich hier lang gehen. Kein Stein. Oh,
Schaden. Das scheint mich ein bisschen zu brennen. Hm, hier ist auf jeden Fall ein lila Tor. Na dann. Geht. Warum muss ich gerade Stargate-Vibes? Ein enger Silikonring. Nur hoffentlich nicht für die Eier. Ah, guck mal hier. Erhalte 20% der Erholungsrate als Mod-Energie. Was ist da? Da geht's weiter und da ist ein Checkpoint. Und ich sehe schon wieder Gegner. Deswegen ist hier ein Checkpoint. Was sind wir hier, verdammte Axt? Im Labyrinth. Ja, aber wir hätten ja mal das Mittelding anklicken können. Und den anderen Weg nochmal angehen können. Wir sind schon wieder an mehreren Punkten, wo ich mich frage, warum? Ah, wir haben noch 10 Minuten 2 Sekunden. Also wir hätten einen anderen Weg noch gehabt. Naja, da wo du nicht erst lang dran bist. Sekunde, muss nachladen. Ich bin schon wieder tot. Also auch wieder dir. Was ist das für ein Stein? Hallo. Ein sehr starker. Wir werden niedergebrückelt mit Steinen, Alter. Ist normal, oder? Du wolltest ja unbedingt Flemmi nehmen. Ich sagte, nein, nimm mit Ropi, das ist besser. Ey, ich bin nur mal Lurok-Fan. Mach ich. Ja, weiter so. Und alle? Also die haben in Steinschere Pistole nicht aufgepasst, ne? Steinschere Pistole, Ex-Spock. Das ist hier links, hier sind wir so eine Tore, aber bis zwei anscheinend. Hab keinen Platz mehr. Hier ist auch nichts zum Ankuckeln. Aber was ist ein anderes Volk, was wir hier haben? Guck mal, meine Tasche ist voll. Wo? Da. Geradezu. Hier ist ein leuchtendes Tor. Warte mal, vielleicht können wir hier rein. Hier, ich meine hier hinter der Treppe. Guck mal, ich glaube, das müssen wir eh einsammeln. Nee, ich dachte, vielleicht können wir diesen komischen Kristallstein, den wir von dem was bekommen haben, um was zu machen. Ja. Oder kommt da komisch rein? Ich glaube, das müssen wir einsammeln. Mal vielleicht von oben ran. Gucken. Hier liegt auf jeden Fall noch Eisen. Meine mit das Eisen. Und da geht's weiter. Nicht Meins. Schlecht. Wirklich nicht. Runenherz. Achso, hier ist ein. Okay, ich hätte den Weg runter springen einsparen können. Ich hätte auch so gehen können. Aber hier oben geht's noch weiter. Na, hinten auch. Wollen wir erst nach oben oder erst dahin? Das müsst ihr sagen. Gehen wir erstmal nach oben, weil der große Weg sieht so weiterführend aus. Du, oben ist ein Labyrinth. Laut Karte. Und da kommt ich komme gleich durch auch. Der hat sich doch erledigt. Ich glaube, es sind die Eingänge ins Labyrinth hier jetzt. Ich muss sagen, ich bin von diesem Ort mehr geflasht als von dem aus dem ersten Teil. Guck mal da oben. Wo wir genau hin? Hä? Nein, ja. Hier wo ich stehe. Was wenn du hier nach oben guckst, siehst du das Gebilde da oben? Ja. Also das da? Ja. Ich glaube, da sind wir gestartet. Ich weiß es nicht, wir sind irgendwo gestartet. Da sind wir, glaube ich, gespawnt. Was war denn? Wir müssen ja noch Clementine und Terrus zu finden.
Da oben ist noch ein Relikt. Wo ist das, ja? Boah, Alter! Tschüss! Beine Waffe! Warte mal. Ja, siehst du? Es ist kein Platz mehr. Das Relikt holen wir uns zuerst. Wir kommen nicht hoch. Fuck! Oh, ne. Wo rutscht? Wo rutscht dann hier irgendwo? Ah, ach, hier ist das Tor, alles klar. Achso. Hier kommt das Tor vermutlich sehr wahrscheinlich ran. Mhm, hier ist ein Labyrinth. Rechts oder links? Mama sagt immer rechts lang. Au! Komm mal her. Schon voll läuft. Ich aber nicht. Also irgendwie habe ich das verdient. Irgendwie steht das cool an der Meinung. So, jetzt bin ich Half-Life. Ich habe ein bisschen im Kreis, warte mal kurz. Also dieser Ring mit diesen Aufladen im Rennen ist auch sein Geld wert. Ich hoffe, man kann ihn ein bisschen aufwerten, dass man vielleicht ein bisschen mehr AP zurückkriegt auf Dauer. Na nee, dadurch ist unsere Ausrüstung selber auch nicht aufwerten können. Schon nur die Waffen. Alter, hallo, wie wir zum Berserker hier. Oh, genau. Oh, ich glaube, ich würde sagen, nee. Viele Wege führen nach oben, ne? Wir sind einmal rumgehauen. Warte mal. Hier links kann man eh nicht durch, wie es aussieht. Und doch, war. Ah! Das ist da, wo wir rauskommen? Da, wo die Treppe ist? Bedingen. Da, wo die Treppe ist. Dann lass uns hier durchs Tor. Na, und wie kann man ja nicht. Geronimo! Cool. Ich würde sagen, wir gehen... Ach, hier sind wir wieder. Okay, alles klar. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den Checkpoint. Machen folgendes Ende und gucken uns den nächsten Part weiter an. Ja. Klingt nach einer guten Wahl, würde ich sagen. Deswegen sage ich danke fürs dabei sein und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao, ciao.